Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part in der gekürzten Rags to Riches Challenge. Boah, das war eine echt gute Introduction und wir sind immer noch bei den Fires, wo es lustigerweise aber kein Fire gab. Aber wir sind natürlich nicht noch mit unserer Reise noch lange nicht am Ende. Aber mein Char hat auch Hunger. Ist auch ein Problem. Deswegen, ja. Frühstück servieren, Obstsalat mach mal bitte. Deswegen ist der kurz und dann gehen wir die Reise der Vergangenheit antreten weiter. Objekt stehlen, ja stimmt, das müssen wir auch noch machen. Hier, weil wenn wir schon mal hier sind, das Kind hat einfach Siobhan, glaube ich, aufgeweckt. Also ist auch Mist viel. Hey, das darf ich sogar sagen. Also so richtig, weil es ist nicht von uns, es ist von Moira und Dominik adoptiert worden oder gezeugt werden worden oder was auch immer halt. Ich denke mal adoptiert. Was willst du, du Larry, Junge? Achso, du meinst nicht mich? Okay. Ja, aber muss ja mich meinen. Okay, der Larry will wohl aufs Maul oder was? Ja, Dominik, ich kann nicht einfach rausschmeißen aus deinem Haus, weißt du das? Ich kann dich zerstören, Junge. Ich kann dich vernichten, also halt die Fresse. Grob vorstellen, komm, dass ich Gemeintreatment bekomme. Da ich einfach gemein bin zu dem Vater von Siobhan und Morgen und dem Mann von Moira. Obwohl ich zu den anderen voll nett bin und so, voll so, hey, ihr seid so voll nett und freundlich und so, zu ihm so voll gemein und anbrüllen, beleidigen, so, ich mach den richtig fertig jetzt, den Sack. Da ich böse werde, weil das muss ich ja sowieso, und das wollte ich zwar eigentlich nicht hier machen, aber okay. Ne, passt ja. So. Verbotene Wörter nochmal um die Ohren brüllen. So. Über Gesichtsbehaarung spotten. Haben wir auch noch mit. So. Nehmen wir alles hier mit. Verbundene Wörter um die Ohren brüllen wir nochmal. So. Über Outfit spotten, obwohl es mir egal ist, was der Larry für ein Outfit trägt. So. Beleidigen. Ach so, kann ich Ihnen eigentlich nicht sagen, dass seine Mom ihn nicht hat erzeugen dürfen? Ja, wir können kämpfen, okay. Aber man kam viel, weil. Junge, das ist gar nichts zu sagen hier. Wenn du denkst, dass deine Wohnung ist und das und so, aber nö. Aber weißt du was? Ich habe jetzt Bock mit deiner Frau zu flirten, weißt du? Also vorher hatte ich das nicht, aber ja. So. Kompliment machen. Gewinn ich? Schlägerei? Nein, schade. Egal, egal, dafür gehe ich jetzt zu seiner Frau. Gemein. Sascha hat das süße, verführerische Gefühl gespielt, gemein zu sein. Sein zusätzliches Teil seiner Persönlichkeit wird, ja. Albern, ja, mag sie. Nein, hör mal auf jetzt. Ich will nicht mehr mit dem Heini hier reden. Ich will mit seiner Frau was haben. Ah, shit, die muss aufs Klo. Ja, verdammt, egal, ich krieg das noch. Miko, hör mal auf hier zu zocken. Du bist echt nutzlos, weißt du das, Miko? Also echt, die zockt hier einfach nur. Die ist ja schlimmer wie mein Char. So, also mein Char, der ist eigentlich gerade richtig gut dabei. Der befolgt alles, was er soll. Der macht nichts falsch, aber Miko schon. Wobei Miko könnte was essen erzaubern, wenn ich so faul wäre. Wobei Moira muss doch nicht auf Klo. Ne? Während Siobhan von dem Drecksack, von dem Dreckskind aufgeweckt worden ist. Voll die Arme so. Also das Kind ist echt scheiße so. So, na Moira, hast du Bock? Nee, schade. Ich dachte aber, wir zeugen Kind vor den Augen deines Mannes, aber okay. Dann halt nicht. Schade. Ist nicht falsch, ist nicht. Ja, verschwendete Gelegenheit, Moira. Ja, wahrscheinlich muss ich schon wieder schlafen, ey. Ich hab doch erst geschlafen, ey. Das können die vergessen gerade. Wir sind auf einer Mission. Die können nicht mal. Die Entwickler. So, ich hab erst geschlafen. So. Das können nicht mal, ey. Oder vielleicht verwechsel ich da auch was, aber ich hab keinen Bock. Deswegen, wir gehen erstmal die Leute kennenlernen, die wir nicht mehr kennen, weil die Entwickler scheiße sind. Deswegen. Und ja, wir nehmen Miko auch mit. Können wir das? Wie, wir können den Hund von denen mitnehmen. Heißt, ich kann das auch mit nach Hause nehmen? Das Tier? Dann kriegt das wenigstens mal was zu essen. So. Aber das ist nicht unser
Verantwortungsbereich ist. Ah, vielleicht killen wir irgendwann Dominik so, weil wenn er schon sich aufführt, als wäre das hier sein Haus und seine Frau und seine Töchter so. Also ist ja seine Frau und seine Töchter, aber muss ich hier nicht auf und sein Haus, aber muss ich trotzdem nicht so ausspielen, als hat er mir irgendwas zu sagen, der mir gar nichts zu sagen, der sagt. Kann den umbringen, so. Könnte ihn anzünden, könnte was mit seiner Frau haben. Könnte mit seiner Frau Kinder zeugen. Vor seinen Augen. Mit seinen Töchtern Kinder zeugen vor seinen Augen. Auch wenn das den nicht juckt, weil. Ja. Also im Real Life, glaube ich, wird das nicht so entspannt gesehen worden, wenn, ja. Jemand, der verhasst ist, was mit den Kindern. Und die Kinder fangen dann was mit dem an. So. Midlife Crisis Alarm. Och nee, Bella, was machst du denn für eine Scheiße? Ich will hier reisen. Cool. Mitten in der Midlife Crisis hat Bella beschlossen, dass Raumfahrttechnik ihr Ding ist und sie mehr Zeit darauf verwenden möchte. Du bist ein Vampire, what the hell? Bella hat die Belastungsgrenze erreicht. Sie hat das Gefühl, dass ihr Leben bisher nicht besonders erfolgreich verlaufen ist und möchte dies ab sofort ändern. Gute Nachrichten, die Karriereleistung von Bella steigt während dieser Phase schneller an. Die hat keine Arbeit. Sieh dir die beschriebene Leistung der die Midlife Crisis Wünsche von Bella an und erfülle sie. Um die Dauer der Midlife-Crisis zu verkürzen. Die Wünsche sind optional und erfüllte Wünsche werden durch einen neuen Wunsch ersetzt. Ja, wir werden das nicht verfolgen. Bella, du kannst Leute aussaugen und am Leben bleiben, aber deine Crisis, da musst du dich selber drum kümmern. Ja, diese Rasoyas, die hasse ich. Aber stimmt, mir fiel ja auch auf. Ein, wir müssen nicht nur Miko rausschmeißen, die falsche Miko, weil wir haben ja unsere Miko. Und, ja. Ansonsten, dass hier auch noch Dings und die, ach, keine Ahnung, ist egal, hier wohnen noch Leute. Noch mehr Leute als Lilly, die wir kennenlernen müssen. Aber wir machen das nach der Liste so, nicht nach Welt. Weil ich will halt niemanden vergessen, Leute. Auch wenn ich nicht weiß, was mit Andrea Humboldt ist, wie wir die kennenlernen und ob die überhaupt noch hier ist oder nicht. Aber müsste eigentlich, weil das ist ja kein neuer Spielstand, ne? Deswegen. So. Und nein, ich wollte hier nichts editieren, meine Notieren, bei meinen Notizen, Mann. Es ist so perfekt, wie es ist aktuell. Nur, dass wir halt Siobhan einen Haken hintersetzen können. Genauso wie bei Moira. Auch bei Moira, naja. Leider uns abgewiesen hat. Ich wollte eigentlich mit ihr ein Kind zeugen vom Augen ihres Mannes, aber gut. Macht ja auch Sinn, dass es nicht klappt, wenn ich ja kaum Wort mit ihr gewechselt habe und dann so fange mit ihr zu flirten von Augen ihres Mannes so. Ja, macht schon Sinn, dass es nicht geklappt hat. Aber ich werde trotzdem alles dafür sorgen, um Dominik auf die eine oder andere Art und Weise also noch was reinzuwirken. Und vielleicht schnappen wir uns ja Moira. Vielleicht schnappen wir uns Moira und zeugen ein Kind mit ihr so. Wer weiß das schon? Also ich werde mich nicht um das Kind kümmern, falls ich mich verklicke so, weil oder falls ich mich dazu entschließe, ihm nicht nur ins Reinzubringen mit Hey, ich habe was mit deiner Frau, hey, ich habe ein Kind mit deiner Frau. Ja, das wird funny. So Clever und Sophia sind danach dran. Also müssen wir danach wieder nach Windenburg, Schmindenburg, aber das ist mir egal. Wobei ich das hätte sortieren können, aber scheiß drauf. Wäre sinnvoller gewesen, aber ist egal. Weil wir werden jetzt Lilly besuchen, dann die Bjergsens. Lernen da Sophia, Clara und Elsa kennen und vielleicht auch Björn. Ja, warum nicht? Machen wir so. Weil Björn, der, ja, der geht mir nicht so auf die Nerven, so. Für gewöhnlich, so. Ich glaube, weiß gar nicht, ob der mir überhaupt noch mal auf die Nerven ging. Ich glaube eher weniger. Ich habe den halt und Clara früher mal rausgeschmissen oder getötet. Na, wobei rausgeschmissen, nicht getötet. Weil mich nur Sophia gejuckt hat und Elsa, aber joa. Inzwischen finde ich auch Clara ganz hot. Oh, Miku schwärmt von mir. Oder so. Ja, ich bin zu heiß, Miku, richtig. Richtig, Miku. Da sagst du was. So, dann klopfen wir an die Tür. Mann des Hauses. So. Vielleicht können wir hier auch was mitgehen lassen. Ja. Los.
Öffnet die Tür. So. Victor, aber Victor kannten wir nicht. Das heißt, Bella, viel Spaß bei dem. Ne? Also auf welche Art und Weise auch immer, auch wenn ich eigentlich meine, du sollst ihn aussaugen. Deswegen, ja. Ne? Aber erstmal geht meiner nach oben zu Lilly. Hält die von der Arbeit ab, um sich freundlich vorzustellen. Und naja, vielleicht auch. Um das vorzustellen, hier. Einfach nur, weil ich ein Arsch bin. Ich sag's nicht umsonst, so, ich bin ein Arsch. Und meiner hat einen Vampirgang drauf, obwohl er kein Vampir ist. Das ist auch wild. Bella, was zur Hölle machst du da? Habe ich dir erlaubt, da rumzuhängen? Nein. Aber jetzt bist du ja da. Wobei andererseits, wenn du nicht verbrennst, kannst du auch da die Leute aussaugen. Aber, weißt du was, saug mal Victor hier aus. So, den kannst du mal aussaugen, den Typen. Den brauchen wir nicht. Bedürfnisse aussaugen. Das kannst du auch? Warum? Lol. Verstehe ich nicht. So. Und hier ist Victor. So. Hi, Billy. So. So, so. Assume? Wieso hab ich eigentlich roten Balken bei ihr? Warum? Warum? Ich stelle mich freundlich vor und habe einen roten Balken. Was soll denn die Scheiße hier, ey? Seid ihr komplett verblödet? Ach nee, keine Antwort drauf geben. Ich weiß, dass die Antwort ja ist. Das weiß jeder. So. Aber egal, wir werden Lilly hier kennenlernen. Auch wenn es keinen Sinn macht, dass ihr Balken rot ist, wenn ich mich freundlich vorstelle, aber auch egal. Aber EA und Logik, das macht ja noch nie. Kannst ja noch nie für voll nehmen. Amico, das mir mal einen Gefallen tun. Ausnahmsweise. Was? Denkt an Dani? Gut, weil ich weiß nicht, wo Dani wohnt. Also wenn du die kennenlernst, ist cool. Cassie wird angerufen, okay. Dennis Kim. Ich rufe an, um dich zu informieren, dass der Urgroßvater des Freundes deiner Cousine schon im zweiten Grad verschieden ist und dir ein großes Vermögen hinterlassen hat. Nimmst du die ernsthaft? Auf dann Kohle, 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 Gepär, unter welchen Bedingungen? Nein, danke. Ja, ich weiß nicht, ob das gefixt worden ist auf Konsole. Aber ich habe gesehen, wo es gefixt worden ist auf PC. Deswegen machen wir es einfach mal, um es zu testen. Sehr schön, dass da du jetzt eingewilligt hast, muss ich darüber informieren, dass du Geld nur bekommst, wenn du innerhalb von 7 Tagen heiratest. Das sind die Bedingungen. Viel Glück zum herzlichen Glückwunsch. Zum nächsten Kapitel. Eigentlich dachte ich auch, dass der scheiß Scam ist, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe. Aber nö, das ist kein Scam. Deswegen, Cassie, du musst heiraten. Na, weil. Aber kennt sie jetzt Dennis oder kennt sie den nicht? Weil, nee, schade. Scheiße, wen wird Cassie noch heiraten? Wobei, wir müssen eine Ehe zerstören, dass Cassie wen heiraten kann. Und, ach ja, stimmt, sie ist ja, wird ja auf mich betört. So. Nach Lieblingsauto fragen. Mach das mal. Deswegen ist sie horny. Ich dachte schon. Bella kann es mit anderen über Spielstrategien reden. Ne? Ist Bella. Hagra. Aber dann schreib auch danach eine Liebesmail, wenn die kokett hat, wenn die Betörung durch ist. Oi. Oh, Lilly will mich heiraten, okay. Aha, aber Lilly, du bist schon verheiratet mit Victor und naja, also ich sag mal so, ich verstehe, dass du mich heiraten willst statt so einen Victor, aber Pilli-Palle Victor, trotzdem Lilly, daraus wird nichts. Wir können halt gerne Spaß haben, auch gerne vor deinem Ehemann. So. Aber ja, was soll ich sagen, Lilly? Ich und heiraten, das wird nichts. Da muss ich dich enttäuschen, Girl. So. Wobei sie ist ja kein Girl mehr, aber trotzdem muss ich dich da enttäuschen. Aber wir können gerne Freunde sein, ne? Und mehr als Freunde. Oder was heißt, wir können Freunde sein, wir können gerne Spaß haben, so rum. So, genau. Hör mal auf mit ihr zu plaudern kurz. Du schreibst Liebesmails, während Cassie vielleicht Victor Geschenke gibt, weil vielleicht kann man so, ja, Cassie und Victor ja zusammenbringen, weil das für Geld bekommen und so. Vielleicht klappt das ja. Dass Cassie einfach was mit Victor hat. So, und Lilly ist dann frei und so und ja. Ich habe keinen Bock, einen Single-Mann zu suchen. So, ich weiß nicht mal, wer von den, ob's es, also wer hier Single ist von den Männern und nicht verheiratet. Also, ja, ich habe da keine Ahnung, Leute. So. Wobei, war Andi nicht mehr, war mein Bruder nicht hier mit Lilly auf einem Date gewesen oder war es ein anderer Spielstand? Das war doch hier, oder?
Oder war es eine extrem Hardcore-Normani-Challenge? Ich glaube, das war hier, ne? Ich glaube, das war hier. Dass einfach da die Mitteilung kam, so von Lilly, so von wegen, hey, Rakes hat mich nach einem Date gefragt, soll ich mit ihm ausgehen? Und ja. Und ich habe ja gesagt. Warum auch immer. Oh shit, ich steche meinem Bruder die Freundin aus. Ja, wie auch immer, ich weiß ja nicht mal, ob das stimmt und so. Und außerdem, naja, Lilly ist beansprucht und so. Da hat mein Bruder dann halt Pech gehabt, selbst wenn er mit ihr zusammen ist. Lilly ist beansprucht. Ich habe mir zuerst in die Hand gespuckt. Wir haben uns die Hand gegeben gehabt und ja. Weiß man Bescheid, wie es abläuft. Nicht Spaß. Aber ja, Lilly ist trotzdem hier. Cassie mit K. Siobhan. Lilly. Grace. Miko. Bella. Ja, Grace ist nicht so wichtig. Also, ja, Grace ist schon hot, aber nicht so hot wie Liliana. Ah, Liliana hat auch eine Family, aber könnte ich auch verändern. Könnte ich auch auseinanderbringen, die Frau. Moira, wobei ich hab Bock das, weil Dominik der Scheiße so. Ja, aber machen wir später. Erstmal machen wir hier. Leute, was sucht ihr da unten? Geht mal rein hier, wir sind zu Gast. Hört mal auf hier. Wir brauchen eure Hilfe bei Cassie. Wobei, vielleicht findet Cassie hier ja einen Single-Mann. Oder eine Single-Frau. Ich glaube, Cassie steht auf Männer. So. Das ist halt ein Problem. Wer bist du? Bist du Dani Davila? Nee, ne? Doch, ist sie! Geil! Geil, 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 geil. Da muss ich sie kennenlernen danach. Cool. Cool. Miko, lern die mal kennen für mich. Stell dir mal freundlich vor. Freundlich vorstellen. Und Alika kennen wir auch. Oder ist das nicht Alika? Nee, Salim. Cassie lernt Salim kennen. Los, lass uns los. Nein, 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 nein. Lern mal Salim kennen. So, kannst Salim heiraten, kannst hier. Ah nee, Arun kannst du nicht heiraten. Der ist verheiratet mit Jasmin da. Aber Vivan. Vivan ist gespawnt. Den kannst du auch heiraten. Vielleicht, außer der ist mit Familie und so. Aber Lernmaster, aber Salim dürfte keiner haben, glaube ich. Der müsste Single sein. Das ist super. Dann gibt ihm die Grabsteine und Miko hilft dir dabei oder so, was weiß ich. Hauptsache, wir kriegen das Geld. Oh, Hillary! Die kannten wir ja auch, ne? Glaube ich, ja, kannten wir. Cool, dann müssen wir sie auch kennen. Miko! Miko! Mik, 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 Miko! Mik, 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 Miko! Mik, 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 Miko. So, wo ist Hillary? Hillary! Hey, Hillary! 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 Ah, wo ist sie hin? Ach, Hillary. Das heißt, Arun schuld, so. Hat gar nichts gemacht, aber es ist trotzdem seine Schuld. Ah, nee, warte mal, es ist Wakes Schuld, der existiert hier bei dem Spielstand. Auch wenn wir den, ja, kaum sehen werden, wahrscheinlich. Sehen wir am Together IP und naja, das ist mehr als genug, oder? Nee, Spaß, so. Sehe Wakes immer gerne so. Sag ja nicht umsonst, dass er mein Bruder ist. Das ist ein Privileg. Ah, shit, stimmt, sie hat ja den Nachteil und so, verdammt. Und heiraten bedeutet ja auch, sie muss die Freundschaft hoch haben. Scheiße. Geschenk geben. Hier, gib mal ein Grabsteingeschenk hier. Aber es scheint zwischen ihr und Salim trotzdem gut zu funktionieren hier. Machen wir erstmal die Freundschaft. So, gib ihm mal Grabsteine geschenkt, der freut sich darüber. Vielleicht. Was? Feuer? Aber was zum Fake? Nein, ich bin hier am Schreiben. Lilly, was machst du? Ah ne, das macht Victor, Junge. Victor! Du kleiner Dreckiger! Ich bin beschäftigt! An eurem Computer! Der Vollidiot, ey.
Ich sollte jetzt direkt runtergehen und mit seiner, noch während es brennt, mit seiner Frau flirten. So. Einfach noch so, während es brennt, so, ey, komm, Lilia. Du bist Hot, ich bin Hot, lass uns Spaß haben oder keine Ahnung, was weiß ich, aber ist doch scheiße hier. Wir wollten uns nicht um irgendeine Scheiße kümmern. Weißt du was? Das reicht. Ich verlasse dieses Grundstück und ja. Scheiße. Ah, shit, dann können wir auch nicht reisen und nichts, ne? Ach, Diego, den kennen wir doch auch, ne? Anita Wieler, schaust die auch abhaut. Das ist alles Victor schuld. Er ist alles schuld, der Typ, ey. Nur weil er denkt, kochen zu wollen in seiner eigenen Wohnung, ey. Ja, komm, ich rette deine Frau. Aber auch nur, weil ich, naja, deine Frau gerne für mich haben würde. Also nicht als Frau, sondern halt als zum Spaß haben. Ne? So. Ah, Bella hilft beim Lösen, ne? Habe ich zwar nicht gesagt, dass du das darfst, aber dass du das sollst, aber ist cool. Miko, Miko, du darfst mal aufhören hier, du darfst mal hier stattdessen duschen gehen. So. Wobei, nee, musst du nicht. Du kannst mal hier ruhig Kersi und Salim zusammenbringen und so. Stell dich mal freundlich Salim vor, mach das mal. Vielleicht klappt das ja mit ihm und Kersi. Dass wir sehen, ob das verbuggt ist oder nicht. Deswegen mach mal be bitte Betörung auf Cassie hier. Von Salim. So. So. Und Cassie dann halt auch auf Salim. Zauber, Betörung auf Salim. So, genau. So, perfekt. Ah, haut rein oder was? Na, super. Dann die Apokalypse beschreiben, das war super. Ja. Oh, Cassie wird angerufen. Nee, Cassie 2.0. Cassie 1.0. Sorry. Ja, von mir aus. Oh shit, sie schnappt einen potenziellen Date-Typen weg, ihrem anderen Ich, was Geld dafür bekommen würde. Verdammt. Das habe ich getan. Das war nicht gut. Aber krass, wie Bella sich auch einfach mit einem PC gesetzt hatte. Das war auch lustig. So. Okay, haben wir gemacht gehabt anscheinend. Aber ist ja egal, wir müssen eh erstmal weiterreisen. Wobei es hat eine Abklingzeit, ne? Das können wir eigentlich am besten nochmal machen, fix, bevor wir weiterreisen. So, machen wir einfach schnell, dass meiner hier weiterschreibt und so, weil dann kann auch Nico, wenn wir zurück sind, hoffentlich mit meinem Char im selben Bett pennen, dass wir da nicht noch ein extra Bett brauchen. Also klar haben wir ja, aber trotzdem wäre es halt sinnvoller, das halt zu erhöhen, dass wir da halt, oder am besten halt, dass wir da sowieso haben, Qual der Wahl, wenn mit meinem, also ja, wer mit meinem Char im Bett am Schlafen ist, so, dass wir da halt, dass er halt jedes Mal sich neben meinem Char auch mal legen darf und das nicht nur, ne, und das nicht nur nach dem Techten Mächtel, sondern auch so. Nee, falls beide müde sind, ne? Also, nee. Oder meiner, dass halt auch halt, ja, mal sagt so, ja, Cassie darf mal mit, dann darf Bella mal mit, dann darf Miko mal mit, ne? So, das, aber Cassie müssen wir halt auch nutzen zum Testen, ob das verbuggt ist oder nicht. Das werden wir nicht vergessen und, na, Moira muss ich auch noch gucken, ob ich die mitnehmen kann gerade, weil Dominik, der geht mir so auf die Nerven, dass ich Bock hätte, eben halt die Frau auszuspannen, so. Sag ich, wie es ist. Also nicht ausspannen nach, ich heirate seine Frau, aber ja, ich lasse seine Frau ihn mit meinem Char betrügen, sozusagen. Seine Frau betrügt ihn mit mir, das wäre cool. Und seine Frau ihm einfach mit mir fremd geht oder so. Ja, wie auch immer, ne? Haben wir Liliana schon? Ja, cool. Okay, gut. Ich hoffe, ich habe auch Lilly mitgenommen. Habe ich? Ich weiß nicht, wo du hin willst. Ach so, zum Müll. Gut, mach das. So. Nein, Lilly habe ich nicht mitgenommen. Warum nicht? Scheiße. Dann muss ich Mäuber wegmachen. Weil Lilly ist halt hot, hot, hot. Also nach meinem Geschmack halt, voll nach meinem Geschmack kann man sagen. So. Nehmen wir dann noch Lilly mit. Lilly, Lilly, Lilly.
Wie, ich kenne Lilly nicht mehr. Was soll denn die Scheiße? Ist Lilly gestorben oder was? Oder wie oder wo? Nein, oder? Das kann man jetzt nicht sein. Wieso ist denn Lilly weg? Er sagt nicht, Lilly ist gestorben. Nee. Warum kann ich der dann keine schreiben? Das macht ja gar keinen Sinn. Naja, egal. Das macht schon Sinn bei den Entwicklern, ne? Kersi, was machst du da? Hör mal auf hier. Romantik ging runter, ey. Da passt du so eine Sekunde nicht auf, ne? Mann, ey. Cassie, 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 ey. Geh nach Hause. Wobei, nee, geht nicht nach Hause. Was mach ich denn? Nee, 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 nee. Sind noch nicht fertig hier. Ja, dann stell dich halt auch dem anderen Single-Typen hier vor. Und Miko, die betört euch auch aufeinander. Einfach. Weil es ist ja egal, wir wollen ja nur wissen, klappt das und so, klappt das nicht, ne? Deswegen so, darfst dann auch Cassie kennenlernen. So. Oder wir bringen halt wirklich ein paar auseinander und dann machen wir das so, wenn das ein bisschen komplizierter wäre. Ja, Cassie hat halt eh den Nachteil, ne? So. So. Naja, so ist das halt, ne? So. Ella, machst du da? Gehst aufs Klo? Warum gehst du aufs Klo? Bist du blöd oder so? Du musst nicht aufs Klo, du bist ein Vampir, Bella, ein Vampir. Ob du Midlife Crisis hast oder nicht, du bist ein Vampir. Bist schon blöd unterwegs, weißt du das? Also Bella, die ist auch irgendwie blöd unterwegs hier. Also haben wir erst, okay. Dann geh mal duschen hier. Wenn wir rausgeschmissen werden, dann wegen Bella. Oder wegen Miko. Vielleicht auch, weil Miko gleich auch duschen wird. Oh, clever! Ist doch clever, oder? Nee, Brittany Show. Okay, ja, die Probe müssen wir nicht kennen, die kannten wir nicht. Gut. So. Was will Victor von mir? Junge Victor, halt's Maul! Will nicht mit dir reden. Such dir Freunde oder so. Oder Feinde oder was weiß ich. Oder red mit Bella oder so. Was weiß ich. Geh mit Bella duschen. Geh mit deiner Frau duschen. Ist mir egal. Aber nicht mit mir reden. Also echt. Klappt das hier? Säuber. Genau. Wobei, warte mal. Du bist auch noch. Ne? Dich können wir auch noch hier. Mit Cassie verkuppeln. Alle einfach mit Cassie verkuppeln. Wegen des Geldes. So. So. Herr Cassie, du musst viele Frösche küssen, bis du das Geld bekommst. Hab den Text geändert. So. Ui. So. So. Mai? Ah, Mai müssen wir auch noch kennenlernen, ja. Aber gehen wir einfach zum Grundstück dann. Ich hoffe, meiner ist noch fertig mit den Mails. Und Bella. Du redest mit Victor? Okay. Ja, dann red halt mit Victor. Also kann dich nicht leiden, aber mach das mal. Vielleicht kann Victor ja auch was mit Cassie haben, wer weiß. Ja. Cassie, hast du eigentlich, du hast nichts getrunken, ne? Was hast du getrunken? Oh, er denkt auch an Geld. Perfekt, dann wäre vielleicht die Nummer 1. The chosen one hier. The chosen one. We are one, we are one. Aber du musst mal her, falls Dinge schief laufen. So. Kokett vorstellen. Auch wenn der dadurch vielleicht ein bisschen eifersüchtig wird, aber wer weiß. Und dann auch ihm kokett vorstellen. Komm schon, Cassie. Alles fürs Geld. Und meiner schnappt sich eben was zu essen. Ach nee, wir machen das Bedürfnis nochmal weg. Ich hab keinen Bock gerade, weil wir wollen einfach nur kurz die Leute kennenlernen, die wir kennenlernen wollen, aber dann kann man das mal halt mit Cassie die Gelegenheit und ich will wissen, ob der Bug wirklich, ob die das wirklich gefixt haben oder halt nicht. Und wenn es halt gefixt und halt zeigen, dass es gefixt ist, falls es gefixt worden ist, einfach.
So, nein, wir werden nicht ehrenamtlich tätig. Das kannst du vergessen, Bella. Das kannst du in deinem alten Haushalt machen, wenn du mal zurückkehrst. Ja, nee, das machen wir auch nicht. Das kannst du von mir aus machen, kurz vorm Einschlafen. Aber der Rest, nee. Passiert hier nicht. Kannst du mit deinem neuen Mann vielleicht über deinen neuen Mann trauern? Ein Spaß. Das machen wir nicht. Wir sorgen für Leichen, aber wir trauern um niemanden. Nice. Nice. Achso, muss aufs Klo da. Nee, warum willst du dann aufs Klo gehen? Okay, Miku, ich mach dir auch die Bedürfnisse weg. Ich sag ja oft gleiches Recht für alle und so, aber ja. Egal, wir hauen ja eh gleich rein. Wo ist Miko? Miko! Die ist verbuggt. Geil. Geil. Nicht. Und Sascha, ich weiß nicht, was du da machst, aber hör einfach auf. So, wir reisen jetzt. So, Cassie kennt die Dolis ja, oder? Kennst du die Dolis? Ich glaube ja. Gut. Perfekt. Dann reisen wir. Auch wenn das schwer wird, Cassie mit irgendwem zu verkuppeln. Außer meiner macht das. Aber wer weiß, morgen, Miko kennt die ja. Meiner könnte sich auch vorstellen. Und da meiner mit Cassie ein bisschen Bindung hat, oder. Und, ja, oder Bella stellt sich vor. Ja, doch, Bella vorstellen wäre sogar noch besser. Und wir nehmen den Hund nicht mit, weil. Ja, wir nehmen auch Diego Lobo nicht mit. Höchstens, um den mal zu töten, aber wer weiß. Wobei, ist er nicht auch Single-Typ? Der ist zwar ein Schwachmat, aber ist ja egal. Ich meine, es geht ja nicht darum, den passenden Partner für Cassie zu finden. Ob es überhaupt einen für sie gibt, ist ja die Frage. Weil vielleicht, naja, ist ja auch mein Char der Partner von Ca per der perfekte Partner für Cassie, aber das wird ja auch nicht passieren, Leute. Weil meiner wird nicht in einer Beziehung landen oder in einer Ehe. Also außer die schreiben mir so eine Mail und sagen so, hey, wir geben dir ordentlich Asche dafür, dass du heiratest, okay. Weil hier sind keine Konsequenzen so. Ein BitLife wäre halt, wenn die Frau dann noch lebt, halt Scheidung und wenn sie umbringst, dann je nachdem Knast halt, ne? Oder halt sie killt dich, je nachdem. So, wir sehen als nächstes in Windenburg die Familie Bjergsen. Yay, sehr populär die Familie, wie ich gehört habe. Und ja, ich feiere die auch. Also Sophie habe ich halt immer schon gefühlt. Aber halt nicht den Rest. Und Ulrike wohnt alleine oder habe ich die rausgeschmissen? Ich glaube nicht, dass ich die rausgeschmissen habe. Was habt ihr denn angestellt mit eurem Haushalt? Sabine und Lothar? Der Lothar? Ihr sollt doch keine Kinder adoptieren oder bekommen. Ihr habt doch schon zwei coole Kinder so. Aber andererseits, wenn die noch mehr Kinder selber zeugen, ist geil. Aber ich glaube eher, die sind adoptiert. Wobei, kann beides sein, tatsächlich. Stimmt, ja. Das haben sie auch irgendwann eingeführt, was eine coole Sache ist. Lucia kennen wir bereits. Ava kennen wir nicht. Uliana nicht. Moira kennen wir. Dani Davila kennt Miko. Müssen wir aber trotzdem mitnehmen. Alle Andrea Humboldt müssen wir gucken, wie wir es machen. Ulrike Faust. Ja. Haben wir ja gesehen, wo die wohnt. Sergio, Lavina, Penny, Mai, Supriya, Caleb, Amber, Mila, Shigeru Ishida, falls er lebt. Bei ihm und bei Sergio weiß ich nicht. Ja, Alika weiß ich auch nicht, ob der Typ noch lebt. Ja, Katharina, Anaya, Hillary, Bernice, Mele, Nancy, Janae und Hector. Und Hector, keine Ahnung, ob der noch lebt. Keine Ahnung. Ja, kann sein, dass wir die Männer alle weggemacht haben. Aber kann auch sein, dass wir sie noch nicht weggemacht haben, die Leute. Die Dudis. Das habe ich halt nicht gesehen. Ich habe halt nur die Namen gesehen. Aus der Liebesmail schreiben, weil ich musste halt genau stoppen im exakten Moment, um die Liste zu haben. Aber es ging relativ einfach. Ja. Ja. Und wir lernen jetzt erneut Clara und Sophia kennen. Genauso wie halt auch, dass wir diesmal Elsa und Björn einfach mitnehmen, weil wenn mitgehangen, mitgefangen, sage ich immer. Deswegen, ja. DBD müsste ich auch mal weiter zocken. Komme ich auch nicht zu. Also was heißt weiterzocken, aber halt auch mal wieder zocken. Komme ich auch nicht zu. Ich habe es einmal runtergeklatscht und dann, naja, keine Zeit mehr gab es wieder zu holen.
Ah gut, ich sag mal so, Zeit für DBD, ja, und Kopf, das ist halt auch so eine Sache, ne? So, wir sind da, yes. Aber Bella ist auch noch nicht annähernd so weit, wie sie sein muss, ne? Aber die gesamte Familie Bergsons aussaugen, das wäre auch was. Ja, da fehlt noch einiges, bis sie endlich sonnenresistent ist, aber ja, das nehmen wir auch mal mit, so. Nebenbei. So, und ach ja, intensiver beschäftigen wir uns ja auch mit dem Vampir-Sein und Magier-Sein im Together-LP mit Wakes. Ne? Für alle, die es juckt. Ne? So. Weil da ist ja Wakes, mein Bruder Wakes ist ja Magier, ich bin ja Vampir. Und ja, ne? So. Elsa. Wir haben Elsa auch älter gemacht? Cool. Wenn ich finde, wir müssen ihn noch in eine Meerjungfrau verwandeln. Ich weiß nicht wieso und ich weiß auch nicht, ob es nur mir so geht oder ob die Elsa halt wirklich aussieht wie eine Meerjungfrau. So, ich finde das Blond, dann noch die blauen Augen, ich finde, die ist eine Meerjungfrau. Bella kann Kindern helfen, ihr Bartwuchs zu blasen, hygienisch und Spaß befriedigen. Außerdem kann der anderen Eltern die Erziehungstipps geben. Aber die hast doch Kinder inzwischen und wo ist Sophia? Wo ist Sophia und warum haben die das ihr Zimmer mit Kindern zugemüllt? Sophia, wo bist du? Ah, da ist sie am Grillen. Nein, Sophia, nicht sterben. Nicht sterben, Sophia. Wir kennen uns noch nicht. Wir haben noch keinen Spaß miteinander. So, Bella. Ach so, weil sie mit Cassie redet oder wie? Dann kann sie vielleicht ja ihren Mann besorgen. So. Björn, hast du Bock, deine Frau für Cassie zu verlassen eigentlich? Miko geht schwimmen. Ey, Miko. Kann ich vorstellen? Nach Tag fragen. Elsa plaudern. Kann ich vorstellen? Kann ich vorstellen? Gut, mach das mal. Nach Tagfragen habe ich zwar nicht in die Liste gepackt, aber Wakes wäre stolz auf mancher. Das ist schon eine super Sache. Aber ich bin nicht stolz auf dich, weil du sollst Sophia und Elsa kennenlernen jetzt. Wir sind sogar auch beide erwachsen, was heißt, wir können uns beide schnappen, theoretisch. So, lern mal Sophia kennen, lern mal Elsa und Björn kennen, auch wenn wir die nicht kannten, aber lern die komplette Familie Bergsons einfach mal kennen hier. Weil wir waren ja auch bei denen und so, da passt das dann eigentlich gut, dass wir sie kennen. Ach, Elsa ist Teenagerin, okay. Wir haben sie also nur einmal geältert, nicht zu altern werden das, nicht zweimal. Aber okay, könnte man ja nachholen. Ja, und wir haben jetzt auch Kindies und so. Tja. Kann ich nicht hier auch vorgestellt bekommen? Nee. Älter werden. Aber gib denen mal bitte, gib mal bitte hier Nahrung, so nicht, dass sie abgeholt werden, ein Spaß. Wobei Bella hat doch Bock dazu. Nicht Spaß, aber ihr könnt euch doch mal um eure Kiddies eigentlich kümmern, ne? So, ich meine, also nicht um Sophia, sondern um Schreihals 1 und Schreihals 2, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ah, ich dachte, ich kann gebeten, vorgestellt zu bekommen, aber es geht wohl nicht. Ich sehe auch nicht, was das für ein Kind ist. Okay. Weird. Aber ich werde mich auch nicht um andere Kinder kümmern, so das ist nicht, das kommt nicht so. Ich habe Lagar, okay, verstehe ich. So, also vier finde ich, der hat doch was als, so wie als Star, so finde ich. Also als Musikerin. Das finde ich passt einfach so, so vier. Okay, Elsa kenne ich auch, super. Immer ein bisschen freundlich sein, ausnahmsweise. Und zu Björn kann es gemeinsam oder so ein Spaß. Wobei Bella flirts mal mit Björn, so, dann können wir vielleicht hier bleiben. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Ach, Björn kümmert sich um die Kinder. Ach so, er ist der. Okay, verantwortungsbewusst. Okay, dann, ja. Versuchen wir mal da rein zu grätschen. Er ist der verantwortungsbewusst. Interessant hier. So kennen wir die Dynamik bei den Bergsons auch. So. Außerdem, kennst du schon Bella? Weil Bella, die kennt da ihre Tochter und so, also. Also Bella kennt halt Cassie, ne? So, und Cassie, die musst du unbedingt kennenlernen, Björn, also das geht nicht anders, ne? Und ja, meiner, der kann ja mal währenddessen an den PC hier gehen. Oder kann er irgendwas mitgehen lassen? Weiß ich gerade gar nicht, auf wie. Ach nee, haben wir wahrscheinlich alles schon mitgenommen, ne? Scheiße. Scheiße, ich selber auseinander nimmt hier. Scheiße. Scheiße Dreck. Ja, gut, dann können wir nichts klauen, aber ja.
Aber cool, gucken wir mal, ob Cassie Bock drauf hat, auch auf den Björn so. Ja, zumindest was Vorstellen angeht, weil Romantik, das müssen wir auch noch machen, aber erstmal hier. Ne. So. Bella, red mal mit Björn. Genau, stell dich mal ihm vor. Eins meiner. Was macht der? Stimmt wieder irgendeine Scheiße, oder? Ja. Nein, du musst nicht die Mülltonne umtreten, Alter. Nein. Das ist wichtiger, was zu tun. Wie zum Beispiel mit Clara baden zu gehen. Duschen zu gehen, aber jetzt. Oh, Essen, geil. Geil, geil, geil. Ja, ich würde sagen, Liebesmail schreiben, auch hier. Oder machen wir weiter? Ja, wobei eine kurze Pause mit Liebesmail schreiben auf Sophia und auf Clara geht auch fit, denke ich mal. Auf Clara, auf Sophia, muss ich auch direkt eine haben. Und dann passt das. Also schreibe ich einen an Björn versehentlich, so, das wäre auch lustig. Naja, nicht wirklich, aber ja. Habe ich Clara zuerst? Ja. Obwohl Sophia immer noch die Nummer 1 ist hier beim Haushalt Bjergsens. Ja, die ist halt einfach, boah, top. Gefällt mir gut. Auch wenn es natürlich im Auge des Betrachters Sieg und Geschmackssache ist. Aber trotzdem, meinem Geschmack trifft sie. That's what I'm saying. Lilly kriegt noch Liebesmail. Dann bekommt die noch Liebesmail, die Bella, die Casey. Wobei Bella brauche ich gar nicht, ne? Ist, glaube ich, hoch genug, ne? Ja, müsste hoch genug sein. Ja, safe. Dann schreiben wir auf jeden Fall Liliana ab. Auf jeden Fall Cassie und Miko natürlich. Vor allem Miko. So. So. So, aber auch der Siobhan. Dann noch Cassie und Miko mitnehmen. Dann war's das, glaube ich. Ja, müsste. So, Miko. Okay, passt. Perfekt. So, mach das mal bitte. Weniger als sonst, leider. Cassie! Cassie! Wo bist du? Lern mal Björn hier kennen. Geh mal zu Björn hier. Aber das Problem ist halt auch, dass ich der Bella sagen muss, die muss Björn halt. Ah, nee, das ist nicht geil. Nein, du musst meinen Char nicht küssen. Also kannst du schon, aber lassen wir lieber. Kannst du vielleicht später machen. Lass erstmal mit Björn reden, so. Erstmal Björn, mehr freundlich. Mehr. Nee, andere Sims war das. Beziehung war das ja. Andere Sims. Positiv äußern über Cassie! Nein! Meine Fresse, jetzt bleib da unten. Bevor ich dich abschlachte, Cass. Hör auf damit. Du gehst jetzt nicht da unten hin. Du gehst jetzt hier hin. Du hörst auf mit der Scheiße. Wenn ich dir sage, du gehst in den Raum rein, bleibst du in dem scheiß verfickten Raum drinne. Meine Güte, ey. Gebe ich mir so Mühe und die vergeigt's mal wieder. Ey. Also wie Bella, nur weil der da sein Viech am Füttern ist oder was. Das kann auch deine Frau erledigen, die ist eh gerade nicht mit meinem Char beschäftigt, was in Ordnung ist. Also was, ne? Was man später machen kann, meine ich, aber ja, kannst halt hier mal. So. Kerzi bitte. Los jetzt, Spiel. Mach das mal. Ab, Clara kümmert sich drum, sag ich doch, super. Nice, 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 er hat Bock drauf. Sehr gut, Björn. Match made in heaven, nice. Komm schon, Cassie, sag ja zu ihm. Ach, Cassie! Ich wünschte, ich könnte Cassie aussaugen. Aber kann ich nicht. Wegen verschwendeter Zeit Stress. Was ist das zur Hölle? Lass mal machen, auch wenn Björn da keine Schuld trifft, aber ja. Versuchen wir uns das schön, weil wir ja. Weil wir Geld dafür bekommen würden, aber. Jetzt darfst du erstmal angestresst werden. Und abgestresst werden. Und dann darfst du einmal ausgesaugt werden. Und auch hier nochmal ausgesaugt werden. So. Weil Cassie ist halt einfach scheiße. So. Dann darfst du noch nicht kochen, sondern ausgesaugt werden. Und Sophia halt auch. So. Haben wir die Bergsons auch mitgenommen. Heißt, ja, Bella hat dann auch genug erstmal ein bisschen. Oh, Miko, hey. Hi. Kuss hauchen. Ui. Aber Miko ist.
Miko, du musst mal baden gehen oder so. Oder halt auch, wobei, weißt du was, wir machen mal kurz hier die Scheiße weg. Das ist Cheaten, wir machen mal glücklich machen, so. Gut. Mein Miko darf auch nicht schlecht gehen, vor allem wenn wir beschäftigt sind. Und hör mal auf, die Mülltonne jetzt umzutreten. Wir haben Wichtigeres zu tun, vor allem. Auch eigentlich Wichtigeres, als dass ihr beiden flirtet, aber ich lasse das mal durchgehen, weil ihr sollt euch ja im Bett teilen, so schnell es geht. Also, ja, warum nicht? Ja, am besten war eh, ich weiß nicht, ob ich darüber mal geredet hatte oder nicht in irgendeinem Projekt, aber das war jetzt so lustig, so zufällig gesehen, so ein, gelesen, so einen lustigen Chat so, auf Tube so, Chat, lustigen Chatverlauf und so, und da meinte halt eine so von wegen, dass, also die war halt einem Typen am Schreiben und meint dann so, hast, ich bin gerade in meinem Bett am Liegen, möchtest du vorbeikommen oder irgendwie so und also dass sie halt mit ihm gerne schlafen würde, ne? Und also dass die halt meinte dann irgendwie von wegen, ja genau, ob die nicht, ja, keine Ahnung. Ah, verdammt, ich muss das mal kurz. Ich muss das mal nachschauen, nochmal die Tage. Habe ich mir das nicht selber geschickt oder so? Ich wollte das nicht verlieren. Ich schicke mir gerne selber Sachen. So kommt auch Wii Universe und so zustande. Ah, hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Ich muss kurz den Sound aber runterbullen. Wie war es nochmal? Muss mir das jetzt nochmal geben, wo ich gerade daran erinnert werde. Achso, stimmt, muss ich mir später geben. Aber wenn ich mir wieder angeschaut habe, wenn ich Zeit habe, dann werde ich das erwähnen, weil gerade ja, kann ich leider nicht, deswegen, ja. Egal, werde ich noch machen. Auf jeden Fall guck mal, dass du den ersten Kuss durchbekommst und dass wir hier Bella pushen und Cassie schon so scheiße ist. Hör mal auf, über das Leben nachzudenken. Du sollst nicht über das Leben nachdenken, du sollst Dinge tun, die ich dir sage. Verdammte Scheiße, ey. Weiß auch nicht, warum da Magier-Symbol war, weil die einzige Magierin ist hier oben bei mir. Was machen wir hin hier? Los, los, los! Küss sie! Los! Küsst euch! Oder ich lass Cassie halt meinen heiraten wegen dem Geld. Ja. Ja, na, nee, das machen wir nicht. So. Dann haben wir nachher voll die Probleme und so. Ja. Oh, Party People. Sind da nicht auch Dudes dabei? Paolo und so? Weil vielleicht hat Paolo ja Bock auf Cassie und so. Wobei, nee, die können sie nicht leiden. Never mind. Also die hier auch nicht, aber. Ah, Salim ist auch viel zu hoch, die Negativität. Ja. Vivan geht. Und Haver geht auch, aber ich glaube, wie wann ist höher, ne? Einen abzuhöhlen. Ja. Dann lasse ich Bella auch den kennenlernen und sage, hey, lass mal, hab was mit Cassie und so. Ah, die gehen arbeiten, okay, cool. Dann. Wie wann wird gleich da sein, nice, nice, nice. Ich will noch, dass der erste Kuss hier durchgeht, bitte. Oh, geil. Miko und Sascha bekommen ja einen allerersten Kuss. Habe ich das verpasst, oder? Ja, anscheinend, scheiße. Egal. Dann küsst euch einfach bitte nochmal für Thumbnail. So. Küsst euch nochmal zum allerersten Mal. Nee, aber während Sophia ausgesaugt wird. Mach mal hier. Nein, keine Beziehung, keine Beziehung. Beziehung ist schlimm. Mach mal hier küssen, los. Was ist los? So. LOL, wie er direkt am PC geht, voll der Arsch. Sag ich, obwohl wir nichts anderes machen. Ah nein, stimmt, ich darf nicht mit dir flirten. Fuck, 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 hör auf. Auf, auf. Nein, 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 nein. Boah, gerade noch eingefallen. Puh, 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 puh. Aber warum musst du jetzt auch hier sein, so? Was zur Hölle? Ich dachte, du gehst zur Arbeit. Hast dein Kind schon abandoned und gehst dann einfach hier nach oben zu meinem Char oder was? Ist ja an sich okay, aber. Nein, Vivan, bleib hier. Vivan. Bleib hier, du Arsch. Bleib hier. Also er kann ja gerne ein Arsch sein, aber er soll hier bleiben. So. Er meint, schau. Hier wartet kurz.
Ja. Kannst du irgendwas mitnehmen? Nee, ne? Ah, weißt du was? Übst du nämlich Schläge, dass du halt keine Scheiße baust. So. Während du dann bitte ihm sagst, yo, Cassie und du, ihr seid doch füreinander geschaffen oder so eine Scheiße, was weiß ich. Beziehung, anderes Sims, verkuppeln mit Cassie. Ah nein, Cassie kann dann einen reinwirken, verdammte Scheiße, stimmt ja. Wie Oh bei oh, Björn wohl, der sogar Kangaroo, gesagt hat, ja, ich habe stand Cassie kennenzulernen und so. sofort. An meiner Schläge übt, um wie Wand zu boxen, mein Spaß. Findesfähigkeit erworben, ist cool, aber ich mach mal deine Scheiße hier weg, weil ich habe keinen Bock auf Beziehungen, während wir die Reise machen und so. Und uns die Leute zurückholen in der Kontakteliste, die wir drinne hatten. Hab ich keinen Bock drauf. Er hat Bock drauf. Auf Cassie, das merke ich auch. Nee, hat er nicht? Okay, dann Bella. Du weißt, was zu tun ist. Saug ihn aus, den Sack. Saug ihn aus. Wobei, nein, Miko, nach Hause gehen. Was tust du? Nein, 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 nein. Zurücksetzen und bitte einmal hier reingehen. Genauso wie Cass, bitte. Bitte einmal hier reingehen. Nein, hier reingehen. Zwar sofort, bitte. Miko! Gut. Gut, weil Bella muss ihn aussaugen, weil es geht so nicht. Was für der sagt Nein zu ihrer Tochter so. Wir können dadurch Geld bekommen, du Arschloch. Also echt, was denkt, wie kann er nur? Clever, du weißt schon, dass du aufs Klo musst und dich um Kinder, ne? Kümmer. Also Clara kümmert sich auch noch nicht um ihre Bedürfnisse, aber ich guck mal, ob wir ihr helfen können. Das ist vielleicht eine gute Idee. Bedürfnis cheaten. Hat sie zwar nicht verdient, aber ja. Gucken wir mal trotzdem. Ah, okay, von ihr wurde getrunken. Haben wir von Clara getrunken, weil wenn sie eh zu blöd ist, so kann man auch von ihr trinken. So. Ja, bringt ja nichts. So. Wenn sie sich halt eh lieber um ihre Kinder kümmert, als wie um ihre Bedürfnisse, dann ja Pech gehabt. So. Sagen wir sich trotzdem aus, eben. Oh, das Essen. Ah, wobei. Hör mal auf, die Tonne jetzt zu treten, oder ich trete dich gleich. Wir haben keine Zeit dafür. Stattdessen können wir endlich reisen, weil. Also, wenn Bella fertig ist. Aber geh mal hier nach. Wobei, die flirten gerade miteinander, ne? Scheiße. Porte dich mal hier hin stattdessen. Wobei, warte mal. Machen wir mal kurz weg. So. Geh mal bitte hier nach oben jetzt. Wobei, ich spiele ein bisschen Schach. Komm, gönn dir. Gönn dir alleine Schach spielen. So. So. Gönn dir das einfach. Oh, now Miko, hör auf mit Bella zu flirten. Oder Bella mit Miko, hört auf damit. Ihr sollt nicht flirten. Bella, nein, nicht mit mir flirten. Nicht mit Cassie plaudern. Du kannst mal runtergehen, habe ich dir gesagt. Aber weißt du was, Bella, dann hast du Pech gehabt, ganz ehrlich. So, ich versuche jetzt Leben zu retten. Aber wenn sie clever einfach ablockt. Meine Güte, ey. So, kriegst noch eine Chance jetzt. Saug die aus. Wir haben keine Zeit für deine Scheiße. Ja, der kann gehen, der Penner. Wahrscheinlich eh ein Obdachloser. Vollidiot. So, geh mal weg, ey. Meine Fresse, ey. Muss wer anders Cassie heiraten, nur weil er so ein Arsch ist, ey. Und wir haben nicht mal die Zeit dafür eigentlich. Ja, okay, Bella hast Pech gehabt. Ich mach das jetzt nicht nochmal in die Leiste. Hab ich keinen Bock zu, ey. Müssen nochmal weiterreisen. Aber wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part, denke ich.